Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Eurotruck Simulator 2 Video. Wir stehen hier noch bei Stuttgart oder in Stuttgart und schauen mal, wohin die Heise heute geht. Weil wir mittlerweile auch schon. Ja, okay, perfekt. Da können wir nach Dresden fahren. Ich wollte gerade sagen, weil es zeitlich gesehen echt, was jetzt auch nur betrifft, schon echt spät ist. Also, wir haben jetzt gerade 14 Uhr. Und dann ist schon am rumkommen und rumballern. Also hier sind jetzt auch schon wieder 27 Grad im Zimmer. Dass ich deswegen lieber nur einen Tagestrip fahren will. Dementsprechend passt es ja ganz gut, dass wir erst den Zeit zu Bagger fahren. zählen. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Okay. Ist auch wieder cool hier. Nicht mit Cruise Control hier fahren. Das ist keine gute Idee. Bitte links halten. Boah, man merkt echt die Sonne jetzt schon, also das ist schon der Wahnsinn. Ach, hier sind wir, ich verstehe. Was wollte ich gerade sagen, habe ich vergessen. Achso, ja, ich muss mir echt nochmal hier die Statistiken aufschreiben. Sowohl für die jetzt kürzlichen Events als auch für das letzte vergangene Event noch. Und das dann mal endlich timen. Ja, planen, dass dann was dann geplant gepostet wird. Vielleicht komme ich da jetzt so noch dieses Wochenende. Ich muss auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen reinhauen, was das Editieren betrifft. So, das wieder ist nämlich auch schon so ein bisschen last minute Immer gerade. geradeaus. Also irgendwie ist hier, ne, das ist ein bisschen falsch gesetzt. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Aber es ist wie gesagt schon echt cool, hier so lang zu fahren. Was haben wir hier unten? Ah, okay. Biege Aber nach interessant, okay, rechts ab. die Bremsen sind scheinbar echt so ein. So ein Ding, was restauriert werden muss. Müssen wir das links halten oder rechts halten? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Bitte rechts halten. Okay. Also rechts halten. Und dann würde ich den Bagger mit. Links halten. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Okay, da kommen wir also auch von Zen Builders. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts Ah, ab. ich verstehe. Oder doch nicht. Oder? Ich weiß nicht mehr. Da waren wir doch schon mal. Oh Gott, Schaden. Super.
Oh, diese Wärme. Es ist ja schon wieder spürbar. Noch Demnächst nicht ganz links abbiegen. unerträglich, aber es geht in die Richtung. Biege nach links ab. Endlich, wir sind da. Ich habe das Gefühl, dass ich doch noch mal pennen muss bei der Fahrt. Na gut, fahren wir jetzt einfach mal nach Dresden. Lass uns loslegen. Genau, Rundumleuchte schon mal an. Schauen wir mal, wohin es geht. Die A8 kurz wieder gen Westen, gen Osten. Dann wechseln wir auf die A7 und fahren die A7 komplett hoch. In der Nähe von Frankfurt am Main wechseln wir dann auf die A71. Bei Erfurt auf die A4. Und dann kurz vor Dresden geht es dann nochmal kurz auf die A17, bis wir dann nach Dresden reinfahren. 626 Kilometer. Mal schon 20 Fahrzeit. Ja, okay, das sollte man vielleicht sogar noch hinbekommen. An einem Rutsch. Es geht auch Transinet. An einem Bagger JCB 245 XR. Ich merke schon, das wird wieder jede Menge Sprit kosten. Biege nach rechts ab. Super. Auch schon echt, ich finde es nice, sehr nice eng hier. So enger geht es natürlich auch, aber entspannt eng. Das, man darf nicht vergessen, dass ja alles hier schön vanilleeng. So Hardcore-Enge sind ja eher so bei diversen Map-Mods, aber na, ist doch schon deutlich anders jetzt hier von der anspruchsvollen Enge jetzt als in der Vergangenheit. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Hinter der Polizei daher. Wenn
mit unserer Überbreite. Okay, da habe ich auch vergessen, dass wir jetzt Überbreite haben. Ja, okay. Die wollte ich auch gar nicht drücken. Was will ich jetzt mit der Differentialsperre? Und dann beschleunigen wir mal ein bisschen. Nachtfahrt oder eine Tagesfahrt? Okay, es ist mehr eine Nachtfahrt. Geben wir jetzt aber mal richtig Gas. Gut, dass sie ausgewählt wurde. Ich dachte, die Kurve mit 80 wäre ja so echt ein bisschen heikel geworden. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. War das falsche rechts? Die Ausfahrt rechts. Bitte rechts halten. Bitte links halten. Ach, dann stellen wir den Tempomat wieder ein und diesmal um die andere Seite des Berges herum. Ich denke mal, ich weiß. Mal schauen, ob ich das Video. Also ich glaube, ich werde das Video heute nicht rendern. Ich werde es morgen wahrscheinlich rendern. Weil ich gerade einfach nicht wirklich die Zeit dazu habe. Weil ich mich eigentlich jetzt wirklich sehr stark dran setzen muss, wieder das Video für Sonntag fertig zu machen. Da habe ich wahrscheinlich ungefähr ein Sechstel vielleicht von, wenn überhaupt. Guter Punkt, Ort zum Trinken. Vor allem bei der falschen Hand zu trinken. Wo
muss ich links bleiben, ich glaube, ich muss in Mitte bleiben. Es wirkt gerade zu, zumindest so. Okay, never mind. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wäre ich auch mal instinktiv bei rechts geblieben. Wo muss ich hin? Weiter nach rechts. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Bitte links halten. Wir fahren Richtung Kassel. Ich schaffe ja mal nicht, dass wir über die Kasseler Berge müssen. Ah, okay, never mind. Ist ja doch noch ein Stück, ne? Ist ja doch noch ein Stück hin, aber gut, wir haben auch jetzt schon ordentlich Sprit verbraucht. Das werden wir auch weiterhin so machen, viel Sprit verballern jetzt auf der Fahrt. Habe ich eigentlich... Okay, ja, normal. Jetzt nehmen wir jetzt aber doch noch davon. Obwohl wir ja doch ordentlich was zu ziehen haben. Also ziemlich ordentlich was zu ziehen. Ich werde dann auch gleich, also gleich vor allem, ich werde dann auch, wobei das Schöne ist, eigentlich wenn ich dieses Event durch habe, dann ist es, also für die Sonderfiete, ist es nur ein kleines Event, das geht relativ flott, so ich mich dann eigentlich auch schon dann direkt ans nächste Event setzen kann, wo ich noch nicht alle Clips hier drüben habe, also von der eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Wäre ich hier ausgebremst, super. Also ja. Wenn ich mich gut ranhalte und das sogar noch heute fertig bekomme, also zumindest was der Schneiden betrifft. Vertonung wird wahrscheinlich auf morgen verschoben werden, auf Samstag, aber dann ist es immer noch. Oh Gott. Dann kann ich vielleicht sogar echt am. Teilweise echt schon crazy, wie lange auch die Vertonung braucht. Oder saß ich glaube ich auch bestimmt so 3 Stunden dran. Vielleicht sogar mehr, also vom Gefühl her waren das auch 5 Stunden. Wo ich mich gefragt habe, wie das hinkommen kann. Also gut, man ab und zu muss ich irgendwie ein bisschen mehr vertonen, also eine Stelle häufiger vertonen, aber das war halt auch in den 2 Minuten. Keine Ahnung, wieso das dann so lange gedauert hat.
Aber gut. Muss ich also dieses Wochenende eigentlich noch eher ein bisschen, also gucken oder so. Also gerade die Beta von, die Open Beta von Throne and Liberty draußen. Die nicht mehr lange geht, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr was wann. Ich werde wahrscheinlich die auch nicht wirklich vernünftig spielen können, I guess. Mit dem alten Mühle hier, was die Grafikkarte betrifft, aber. Kannst du ja mal probieren. Zumindest starten. Also werde ich dann wahrscheinlich in die Zeit ein Level mit verbringen. Um so ein bisschen zu versuchen, so ein bisschen rein zu grinden. Hätte mir vielleicht sogar, was die Currency zumindest betrifft, schon mal sowas, die Zone Currencies betrifft, also ich da beziehungsweise was ich da schon ein bisschen so farmen kann, dass ich dann entweder die Weekly Cap erreicht habe oder zumindest die Cap erreicht habe, die ich brauche, um mir die ganzen Items zu besorgen, wenn ich sie mir hole. Und ich irgendwie hoffe auf Drops. Um dann den Kram ein bisschen besser zu bilden. Moment. Dann beginnt nochmal das Summer Festival. Das beginnt ja auch schon. War das schon nächste Woche oder die Woche da drauf? Scheiße. Was ist der 26.? Wenn das der 26. ist, dann muss ich ja eigentlich schon eher anfangen, weitere Charts zu leveln. Also muss ich halt von For Real machen. Damn. Das ist ja auch, ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber. Ich brauche ja schon etwas. Im besten Fall muss ich ihn auch so weit bringen, dass ich ihn auch. Von überall. Also ich weiß gar nicht mehr. Ich muss sowieso noch bei einem Char noch die. Die. Ich muss nur 4 Charts, ich noch hochleveln muss. Vier weitere Charts noch. Also es sind glaube ich insgesamt dann 7 Charts, die ich jetzt noch leveln muss. Aber hier vom Workshop muss ich noch irgendwie den Workshop Stone mir da so lange das machen, bis ich da zur Quest komme. Von daher muss ich eigentlich auch jetzt dann eher dieses Wochenende schon reinhalten. Ja, wenn man alles wieder auf den letzten Drücker macht, ne? So, wir sind bald bei Erfurt, ich glaube 161, wenn ich es gerade so aus dem Augenwinkel noch richtig erkannt habe. Das Unschöne ist, also Wetter ist halt schön, also fällt eigentlich super, irgendwie noch ein bisschen Zeit draußen zu verbringen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht setze ich mich nochmal in so ein Stündchen dran zum Schneiden. Zum aktiven Schneiden. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Na, auch hier Kurven. Ist auch wieder wild hier.
Wir sind doch noch 147 Kilometer bis Erfurt. Oh, Dresden haben wir auch schon ausgeschüttet. Habe ich auch nicht gerade ganz so geachtet. Okay, 140 Kilometer noch. Bis Transinet. Ich muss aber morgen, also Samstag, also heute für euch, muss ich nochmal wahrscheinlich noch was zu trinken holen. Aber ich werde dann ja wahrscheinlich, je nachdem, aber Sonntag könnt ihr dann natürlich dann eher weniger trinken, weil es nicht ganz so warm ist, aber jetzt. Wobei es auch warm sind, auch 26 Grad, glaube ich. Ich war gar nicht mehr so okay, ich gucke gleich nochmal nach, wie viele Tage das quasi sind, also welchem Tag ich gerade bin und bis wie viele Tage ich quasi, ja gut, eine Menge Tage, also das Geld, wenn ich ja 19 Tage, bis für 20 Tage, dass ich vielleicht das so mache, dass ich irgendwie, keine Ahnung, die ersten 5 Tage mache, da würde ich jetzt schon mal bei einem Viertel. Das auf der Fracht oder wo es registriert, also wo nicht registriert, sehr schön. Dann mal ein bisschen Mitte hier. Also etwa die Hälfte der Strecke haben wir jetzt hinter uns. Das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Bei den Massen an Arbeit, die ich hier noch vor mir habe. Und ich wollte auch noch heute die. Ja gut, das wäre eigentlich mal gar nicht verkehrt, ne? 5 Tage und dann. Mal, ich kümmere mich um die anderen Sachen, die ich noch am Bett tages nicht machen sollte. Wollte. Ich möchte nur wieder vom Einkaufen oder so zu holen. Was ich heute wahrscheinlich noch mal machen muss, dann. Dann versuche ich mich dann komplett ranzubuddeln. Und da fahren wir jetzt quasi bei Erfurt, dann geht es jetzt nach Dresden. Oh Gott. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts. Na klar. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Habe ich kurz doch mal den Tempomat wieder eingeschaltet.
Auch was ich eigentlich machen wollte bei solchen Kreuzungen, aber. Ist jetzt nochmal wieder gut gegangen. Also ich bin ja am Überlegen, also prinzipiell gesehen müsste das ja eigentlich. Wenn das 20 Tage geht, also quasi 3 Wochen, ein Event in Port City oder in Transition 2, wenn da jetzt gerade nicht irgendwie noch ein Mini-Event dazwischen ist, also ein Mini-Story-mäßiges Event, dann ist es ja quasi 2 Wochen, 1 Woche Pause. Roundabout. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie ich das mache, ob ich das vielleicht nicht dann auch eher am Freitag sogar bringe in Zukunft, so dass ich dann für Sonntag dann den Platz habe für die restlichen Kampagnen von der scheiß Wohnwagen Konzentration und Satz vergessen. Von Transportfieber und Railway Empire. Und dann später dann Railroad Corporation, das mich am letzten. Die Strecke ist nicht gerade genug, nicht lang genug gerade, um es entspannt das Trinken wieder aufzumachen. Ich trinke auch gerade echt viel. Und es hat irgendwie keinen Effekt. 2:41, 4 Stunden 20, easy going. Oh. Bitte links halten. Wir waren ja schon weg. Und die restlichen 100 Meter sind dann bei Tageslicht. Ich weiß nicht, gehe ich noch mal auf 85, aber ich darf wieder von nur 80. Mal 50 Kilometer bis Dresden. Kommt zwar gut hin, ne? Ja. 3 Kilometer dann noch durch Dresden durch. Jetzt also wieder mit dem Güterzug. Auch wenn, weiß nicht, stand der, war das die Waggons, ich habe keine Ahnung. Da habe ich nicht lange noch drauf gucken können. Und das ist zu sehen, schon einen halben Tag leer gefahren. Ja, holy moly. Ah, die Aktrosse, die schlucken aber ja schon echt den Specht. Ja.
46,8 Liter pro auf 100 Kilometer. Das tut dann auch im Geldbeutel weh. Für dementsprechend Zeit, dass ich diesen Actros zumindest restauriere. Weil ich das hier dann hinter mir habe. Und ich auch vielleicht kostengünstigere LKWs wieder setzen kann. Viadukt. Das ist nice, das ist schon sehr imposant hier. Bisschen, na gut, na, hier muss es gemacht werden wegen der Autobahn. Ich wollte gerade sagen, es ist ja ein bisschen schade, dass es irgendwie gestützt wird von alten Brücken, von neuen Brücken, aber ja nicht anders. Das geht nicht anders, wenn ihr die Autobahn durchführt. West. Wir müssen wahrscheinlich raus, wir müssen wahrscheinlich bei Dresden Süd kippen, nicht mal nach Dresden Süd. Dann müssen wir wahrscheinlich rechts abbiegen, weil es zur Südvorschale geht. Genau, ja, passt. Dann ist es halt Dresden Südvorschale oder whatever. Jetzt geradeaus. Nimm die Ausfahrt rechts. Und doch bei dem 80 erst klar. Ich glaube, wir sind wieder in der 60er Zone gefangen. Dann sind wir ja gleich wirklich da. Noch weniger Kilometer. Machen wir uns mal wieder ein bisschen breit, damit ich ein bisschen Puffer habe. Und dann werden wir schon so abfahren müssen. Ich weiß gar nicht, war ich schon mal in Dresden? Ich weiß gerade gar nicht. Bestimmt war ich in den. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wobei dann noch 1000 Stunden, whatever. Mal in Dresden. Ich konnte mich aber jetzt gerade nicht erinnern, ob ich es gewesen bin. Uah. Löppt.
Biege nach links ab. Wenn man die Schwerkraft, die wir nicht eingerechnet hat, beim Bremsen. Quietschen, aber die funktionieren. Schön vorher runterkommen zu bremsen. Ansonsten dürfen wir nochmal mehr zahlen. Aber wir dürfen mehr zahlen, wir dürfen mehr zahlen, wir dürfen mehr zahlen, selber bremsen. Erst auch mal in Dresden. Immer geradeaus. Die Ampel wird auf Rot springen. Immer noch. Wie schnell ist sie denn nach bitte umgesprungen? Oh, ich muss sowieso nach links. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Abbiegen, sehr schön. Dann können wir ja unterkommen. Die Mauer nicht vergessen. Das war wieder ein bisschen too much. Wieder zu viel Schwung gehabt. Aus. Dann laden wir mal das gute Stück ab. Ausgezeichnet Bagger JCB 245XR von Stuttgart nach Dresden geliefert, gefahren Strecke 635 Kilometer, Dauer 46 Minuten, Verbrauchskraftstoff 305,5 Liter. Das war der 220. erledigte ETS2 Rolex-Auftrag. 32.000 gab es knapp dafür und 1.000 Erfahrungspunkte. Dann gucken wir nochmal, wo wir hier den nächsten Startplatz haben. Denn wir müssen uns ja gut auserholen für die nächste Fahrt. Ja gut, einmal hier links und dann sind wir auch schon da. Also einmal hier gleich links, rechts. Ampel noch? Nee.
Schlafen wir beim Hotel. Perfektes Timing. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Euro-Truck Simulator 2 oder vom American Truck Simulator. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.